Hallo, du wundervolle Anhäufung an Sternenstaub. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls du neu bist, mein Name ist Lisa und ich möchte heute gemeinsam mit dir mal das kommende Jahr 2024 auf dein Zeichen bezogen anschauen und einfach mal so gucken, ja, was für Energien und was für ein Flow ergibt sich denn über das ganze Jahr. Und wer sich vielleicht an meine Videos vom letzten Jahr erinnert, der weiß, dass ich da eher so auf große Konstellationen, also Transite oder Aspekte eingegangen bin und so ein bisschen das Video strukturiert habe. Und dieses Jahr möchte ich es anders machen. Ich möchte eher so auf den Jahresvibe für dich eingehen und dann wirklich so Monat für Monat durchgehen. Und am besten holst du dir Schreibzeug, Stift, Papier, Kalender, was auch immer. Und dann kannst du dir ein paar Notizen machen und eben die wichtigsten Termine vielleicht für dich eintragen, damit du dann wirklich auch das meiste aus diesen Informationen mitnehmen kannst und damit dann auch gut im nächsten Jahr arbeiten kannst. Diese Videos sind vor allem treffend auf dein Aszendentenzeichen. Also du kannst auch dein Sonnenzeichen anschauen. Das machen viele, um auch einfach ein tieferes Verständnis zu bekommen für die Overall Energy, die so auf dich wirkt. Aber falls du jetzt noch nicht weißt, warum es denn so wichtig ist, dass man eher den Aszendenten anschaut als das Sonnenzeichen, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal dieses Video vielleicht im Anschluss oder davor anzugucken, wie auch immer du möchtest. Da erkläre ich ganz kurz, warum gerade eben bei solchen Vorschauen, monatliche Vorschauen, Jahresvorschauen, was auch immer, warum es eben da eigentlich essentiell ist, dass man sich am Aszendenten orientiert und nicht am Sonnenzeichen oder Mondzeichen. Bevor wir jetzt so richtig losstarten, möchte ich aber noch ein bisschen Werbung im eigenen Sinne machen. Und zwar kommt im Frühling mein erster begleiteter Online-Kurs raus. Und da werde ich dir Videomaterial und ein Arbeitsbuch zur Verfügung stellen. Anhand dessen kannst du eben dein eigenes Horoskop erforschen, tiefer in die Tierkreiszeichen einsteigen, wirklich verstehen, wie wirkt das auf uns, was passiert da. Und das kannst du natürlich erstmal nutzen, um vor allem dein Horoskop zu analysieren und dann später aber auch eben auf andere zu übertragen und da auch ein tieferes Verständnis für deine Mitmenschen zu bekommen. Wer mehr darüber wissen will, ich packe auf jeden Fall in der Infobox unten den Link rein. Da kannst du dich für meinen Newsletter eintragen. Da bist du auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Ich bin auch nicht spammy oder so, weil ich bin auch immer noch zu faul, um wirklich E-Mails rauszuschreiben. Aber falls es dich interessiert, schau doch mal da unten vorbei. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir ein Abo für diesen Kanal hinterlässt oder ein Like oder einen Kommentar. Teil gerne deine Erfahrung mit mir. Und ja, ohne jetzt weiter drum herum zu reden, lass uns starten mit deinem Jahreshoroskop. Als Widder-Aszendent wird eine der wichtigsten Energien dieses Jahr auf jeden Fall Saturn und Neptun in Fische sein. Saturn ist hier schon im März 2023 eingezogen und wird da auch noch bis Mitte 2025 sein, da immer rein und raus gehen. Also dieses Jahr ganz intensiv das volle Jahr Saturn in Fische. Und Fische steht in deinem 12. Haus. Das 12. Haus ist ein Ort von Rückzug. Ja, da wollen wir alleine sein, da wollen wir nach innen schauen, da können wir loslassen. Da geht es um Fragen wie, wer bist du hinter verschlossener Tür? Wer bist du, wenn du alleine bist? Es geht auch darum, sich mit seinem meditativen und kreativen Selbst in dir zu verbinden, um dann mehr auf deine Intuition hören zu können. Saturn ist der große Lehrer und er bringt Probleme und Herausforderungen, weil er dich eben zur Meisterschaft antreiben möchte. Ja, der möchte, dass du Disziplin in dem Bereich zeigst, dass du am Ende wirklich stark bist, gut aufgestellt bist, was aufgebaut hast, ja, ein Fundament. Und wenn dann eben 2025 Neptun und Saturn zusammen in dein erstes Haus einziehen, also zu deinem Aszendenten, dann willst du alles Alte losgelassen haben. Du willst wissen, wer du jetzt bist und was du vom Leben willst, weil dann geht es wieder nach außen. Dann geht dieser Zyklus durch die 12 Häuser eben wieder los. Also das ist ein wirklich ganz wichtiges Thema dieses Jahres. Nimm dir die Zeit, alte Projekte abzuschließen, ja? Einfach fertig zu machen. Du willst keine offenen Enden, wenn es dann 2025 eben in dein Haus weitergeht. Okay, wie starten wir ins Jahr? Die ersten paar Tage kannst du dir definitiv ein bisschen Ruhe gönnen, okay? Zwischen den Jahren ganz entspannt. Und dann ab dem 4. geht es extrem aktiv weiter, denn Mars, dein herrschender Planet, zieht in Steinbock ein. Und Steinbock, da sitzt er am allerbesten. Das regiert dein 10. Haus. Und da geht es echt um Antrieb, ja? Da willst du was erreichen, Karriere, Berufung, dein Stand im Leben, ja? Also deine öffentliche Person, Ehre, Erfolg, all diese Themen. Und da kommt eben die Aktivität rein. Wo Mars ist, ist immer auch unsere Antriebskraft. Da ist Bewegung, da ist Aktion. Da passiert was, was wir auch wirklich greifen können.
Da kommt auch weiter immer mehr Energie hin. Wir haben da den Neumond im 10. Haus. Merkur zieht nach seiner Rückläufigkeit hier auch ein. Ja, also da kommt auch nochmal so ein Schwung rein ins ganze Denken, ins Wissen, ins Informationen aufnehmen. Und dann am Ende des Monats auch noch Venus. Also wirklich ein ganz großer Fokus erstmal auf Arbeit und Berufung. Und wenn du jetzt nicht arbeitest, dann geht es wirklich um deine öffentliche Person, also deine Person, die du nach außen bringst. Als Abschluss des Monats dreht dann am 27. Uranus wieder direkt. Das heißt, da kann es einfach so ein paar Tage so zu Hibbeligkeit, Nervosität kommen. Ja? Also das Nervensystem wird einfach so ein bisschen gereizt. Also gönn dir da wirklich früh schlafen zu gehen, dich auszuruhen zwischendrin, den Stress einfach so ein bisschen runter zu regulieren. Im Februar ziehen die ganzen Planeten dann nacheinander eben in dein 11. Haus ein. Und das 11. Haus steht für Freunde, für Gruppen, in denen wir uns bewegen, soziale Netzwerke. Es geht um große Ziele und Träume, die du auch hast. Also es ist eine gute Zeit, neue Kontakte zu knüpfen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, neue Projekte gemeinsam zu starten oder einfach nur deine Freunde, dein Tribe wirklich zusammenzubringen zu einem Essen. Knüpf die Kontakte, geh wirklich in den Austausch, da können ganz tolle Sachen draus entstehen. Ab dem 20.02. ziehen dann langsam immer mehr von den Planeten in dein 12. Haus. Und ich habe ja gerade schon beschrieben, das ist ein ruhiges Haus. Ja, da wird das entspannter zugehen, da geht es mehr um die Innenschau. Saturn ist da, Neptun ist da. Nimm dir also da auf jeden Fall wieder eine Auszeit. Ja. Die nächsten Wochen werden ruhiger. Das wird sich so ein bisschen der Übergang in den März hinein sein. Ja, das ist einfach nicht mehr ganz so viel im Außen, mehr für dich. Du musst nicht überall sein, du musst nicht total sozial aktiv sein. Gönn dir die Ruhe, wenn du sie brauchst. Bis zum 19.03. wird diese Energie auch wirklich so bleiben. Dann geht die Sonne in dein Zeichen ins 1. Haus im Widder hinein. Und ja, da scheint das Licht wieder auf dich, deine Lebensenergie. Alles kommt wieder, springt an und es geht dann auch direkt intensiv weiter. Denn wir haben am 25. März die erste Finsternis. Und 3 von 4 Finsternissen werden dieses Jahr eben auf der Achse Widder-Waage stattfinden. Und am 25. bei dieser ersten Mondfinsternis wird die Sonne eben in Widder stehen. Und der Mond gegenüber in der Waage. Also es geht einfach extrem um Beziehungen. Wie bin ich in Beziehungen? Was erwarte ich von Beziehungen? Wie viel zeige ich von mir? Mache ich mich auf irgendeine Art und Weise abhängig? Traue ich mich, mich ganz zu zeigen? Setze ich da ruhig ein bisschen mit den Beziehungen auseinander? Das kann jegliche Form von Beziehung sein. Es muss nicht nur eine Partnerschaft sein. Und am 8. April dann haben wir eben die Sonnenfinsternis und die ist nur im Widder. Ja? Also Sonne und Mond stehen da beide beim Neumond in Widder. Und da geht es nur um dich. Wie siehst du dich? Was willst du an dir verändern? Was liebst du an dir? Also wir haben auch Chiron in Widder. Wir haben Venus zu dem Zeitpunkt in Widder. Das ist auch eine Möglichkeit, wirklich zu heilen, alte Wunden loszulassen, diese Selbstzweifel mutig und authentisch nach außen zu gehen. Ja? Diesen Entschluss einfach zu treffen, ich liebe mich, so wie ich bin. Thema Selbstbild, ganz viel. Finsternisse bringen immer etwas ans Licht. Ja? Also es ist eine Verdunklung, das Licht wird verschluckt und dann kommt etwas zum Vorschein. Wir sehen etwas, was wir lange nicht gesehen haben. Und du kannst die Energie extrem gut nutzen, du kannst damit arbeiten, wenn du es eben bewusst machst, ja, wenn du dich darauf vorbereitest, wenn du dir überlegst, was für Themen eben kommen könnten und dann darauf achtest, was so in dir los ist. Ja. Es ist nicht die beste Zeit, um in Aktion zu treten. Also es ist immer intensiv und gerade, wenn es in deinem eigenen Zeichen ist, versuch wirklich erstmal zu beobachten, aufzunehmen, auf dich wirken zu lassen, viel aufzuschreiben. Aber wirklich dann erst in die Umsetzung, in die Aktion gehen, wenn dann nach den Finsternissen, ein paar Tage danach einfach die Energie abfließt, viel von der Anspannung, die sich anstauen kann, löst sich auch von alleine wieder auf und dann kannst du wirklich auch aktiv in die Umsetzung gehen von den Impulsen, die du bekommen hast. Die ersten Wochen vom April viel Reflexion und Impulse setzen. Am 21. dann zieht die Sonne weiter in Stier und gleichzeitig treffen sich in Stier auch Jupiter und Uranus und machen einen total schönen Aspekt. Die bringen so eine innovative, explosive Energie rein. Das 2. Haus steht bei dir für Finanzen und eben auch dein Selbstwert, ja, Ressourcen, Besitztümer, Talente. Wie verdienst du Geld? Wie gehst du mit Geld um? Und dieser Jupiter-Uranus-Aspekt, der kann total wunderschöne Aha-Momente, neue Ideen, innovative Einnahmequellen oder so, oder? Also irgendwas, was da aufkommt, fühl da rein, spür da rein und es ist auch eine unglaublich gute Zeit, um zu investieren. Wenn du irgendein Investment machen willst, irgendeine Teilhaberschaft oder sonst irgendwas,
That's the day, 21.04. Und am 30.04. hast du dann endgültig wieder alle Energie bei dir, denn Mars zieht dann auch in Widder ein und dann ist echt so volle Kanne voraus. Diese Energie bleibt dann auch einfach den ganzen Mai. Also es ist Frühling, es wird warm, es fängt an zu blühen, genieß es, geh raus, zeig dich, sei aktiv. Am 26.05. zieht Jupiter dann in dein drittes Haus, in Zwilling ein. Jupiter bleibt immer ein Jahr ungefähr in einem Zeichen, also du wirst jetzt wirklich bis nächsten Mai diese Energie haben. Das dritte Haus ist Kommunikation, Informationen teilen, empfangen, lernen, interagieren mit deinen Nachbarn, mit deinen Geschwistern. Es kann auch ums Marketing gehen, ja, wie du dich präsentierst, wie du eben Informationen über dich selbst nach außen trägst. Es kann auch das Lernen von neuen Dingen sein, ja, also Vereinfachung von irgendwelchen Informationsübertragungen oder du lernst eine neue Sprache oder ähnliches. Das Wichtige ist in diesem Jahr Jupiter in Zwilling. Zwilling ist sehr detailorientiert, ganz viel überall, Jack of all trades. Übernimm dich nicht, nicht zu viel auf einmal, eins nach dem anderen ist auf jeden Fall wichtig, sonst kann es einfach zu einer Überforderung kommen und das wollen wir nicht. Wir wollen die Jupiter-Energie, die eben uns erweitern will, uns wachsen lassen will. Ja, da geht es um Expansion, da geht es um Hoffnung und Glück. Wir wollen die auf jeden Fall einsetzen für uns und positiv nutzen. Im Juni dann zieht Mars in dein zweites Haus weiter, also dieses Thema Finanzen, Ressourcen, Selbstwert, wie du Geld verdienst, wie du es ausgibst, da wird es jetzt eben an die Anpassung kommen. Ja? Also davor war vielleicht eher so die Reflexion, Erkenntnisse, aha, jetzt geht es wirklich zu gucken, okay, wie verdiene ich das Geld, was will ich erreichen, wofür will ich das Geld, will ich einfach nur Geld, weil es Geld ist oder habe ich einen genauen Plan, was ich damit machen möchte, wie kommuniziere ich mit den anderen, ja, wir haben ja jetzt diesen verstärkten Fokus eben auch im Zwilling, also check deine Website, wie gehen deine Newsletter raus, stell dir einfach die Frage auch, welche Werte du mit deiner Arbeit vertrittst und ob du hundertprozentig hinter deiner Arbeit stehst. Am 22. ist dann ein Vollmond in deinem 10. Haus und ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen der Endpunkt von dieser krassen Hustle-Zeit, die jetzt einfach war. Ja, Mars war extrem aktiv und da flaut es jetzt dann einfach so ein bisschen ab. Wir haben Saturn und Neptun am Ende des Monats auch einfach rückläufig gehen. Das heißt, es ist wirklich eine gute Zeit, um vielleicht einen Retreat zu machen, dich zurückzuziehen, vielleicht eine Hütte im Wald zu mieten, an einem See angeln zu gehen, einfach Zeit mit dir zu verbringen und zu gucken, okay, Mitte des Jahres, was habe ich erreicht, wo stehe ich jetzt und wo möchte ich hin? Im Juli dann haben wir Sonne, Merkur und Venus im 4. Haus und das steht fürs Zuhause, für die Heimat, für die Familie, deine eigenen 4 Wände, deine Wurzeln. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Zeit, um einfach mal wieder zu Hause zu sein, mit deinen Liebsten Zeit zu verbringen, den Garten herzurichten, ein bisschen zu renovieren, einfach wirklich auch Quality Time zu haben. Widder ist jetzt keine Person, die einfach nur chillt und rumliegt, ja, also nutzt die Energie auch, mach auch da was. Wir haben am 22. Juli tatsächlich auch einen zweiten Vollmond im 10. Haus. Da wird es auf jeden Fall auch darum gehen, was ist deine Balance zwischen Zuhause und der Arbeit? Ja, kannst du die immer halten? Kommst du oft in Extreme? Widder kann sehr extrem sein. Ist ja auch ein kardinales Zeichen, sehr impulsiv, nimmt dann immer ganz viel an, ganz viele Ideen. Vielleicht hast du auch extrem viel zu tun in der Zeit und willst aber eigentlich nur bei der Familie sein. Also schau mal, dass du da einfach einen Ausgleich und eine Balance kreieren kannst. August ist der Fokus auf Spaß. Es geht um Romantik, um Kreativität, um Kinder, um Projekte, um alles, was wir aus der Freude und der Liebe heraus gebären und in die Welt bringen. Wir haben Sonne und Venus im 5. Haus und es wäre einfach mega gut, wenn du ein bisschen Zeit für kreative Sachen finden kannst. Ja. Kreativität kann ganz vielseitig sein. Sei es jetzt, du willst einen schönen Garten anlegen, du willst was stricken, du willst was malen, du willst einen Song schreiben, du willst ein Poem lernen oder ein Buch schreiben, was auch immer. Ne? Du weißt, wie Kreativität für dich ausgedrückt wird und ich glaube, das ist eine wirklich, wirklich gute Zeit, da Raum zu machen dafür. August ist ja auch Sommer, es ist eine schöne Zeit rauszugehen, in die Verbindung mit anderen zu gehen. Wie gesagt, es ist Romantik auch dort, es sind irgendwie Kurzzeitbeziehungen, vielleicht hast du Lust auf einen Flirt, Flirt mit dem Leben auch, lass dich mittragen, genieß es einfach. Es ist einfach sehr harmonisch zu der Zeit, ja. Also die Sonne steht im Löwen, Löwe ist auch ein Feuerzeichen, da macht es ein Trigon zu deinem Aszendenten, also es ist eine Top-Zeit. Genieß den Sommer und das Leben.
September und Oktober haben wir einen großen Fokus wieder auf das Thema Beziehung. Es gibt wieder zwei Finsternisse. 18. September die Sonnenfinsternis, die findet noch in der Achse Fische und Jungfrau statt. Und danach haben wir am 2. Oktober die Mondfinsternis und die findet dann eben wieder in der Achse Widder und Waage statt. Und es geht wieder darum zu gucken, okay, was konnte ich vom Frühling, als wir diese Impulse hatten, Beziehung zu dir selber, Selbstwert, wie siehst du dich, Beziehung mit anderen, was konnte ich davon wirklich implementieren in mein Leben? Kann ich noch was Neues ausprobieren? Habe ich es geschafft, wirklich Verantwortung für meine Taten und meine Aktionen und mein Sein, mein Verhalten zu übernehmen? Oder ist es eher so, dass ich teilweise vielleicht die Schuld bei anderen suche, dass ich das wegschieben möchte von mir? Also wirklich eine Zeit für Innenschau. Wir haben auch mittlerweile Mars im 4. Haus. Also dieser Fokus auf Zuhause, Aktivität dort. Also es ist vielleicht eine gute Zeit, nachdem jetzt August wirklich so war. Nimm dir Zeit zu Hause, mach alles fertig, was irgendwie liegen geblieben ist, bring die Dinge zum Abschluss und get ready für Herbst und Winter, ja. Also zu Hause soll dein Sacred Space sein. Du willst dich da wohlfühlen, du willst da runterfahren können, also aussortieren, wegräumen. Du willst einfach genährt werden zu Hause, das ist wichtig. Im Oktober haben wir dann auch einen Vollmond in deinem Zeichen und das ist auch super schön. Da kann man wirklich gucken, was man erreicht hat. Wir haben immer einen Neumond, einen Vollmond in unserem Zeichen und der Vollmond ist immer dazu da, sich selbst auch zu feiern. Was habe ich alles geschafft? Mach ein Ritual, bring Leute zusammen, genieß es einfach. Im November haben wir einen extremen Fokus auf Werte. Was sind meine Werte? Wie vertrete ich die? Wie sind die Werte von den Menschen in meinem Umfeld? Was bin ich mir wert? Was sind meine Liebsten mir wert? Die anderen. Das kann auch was mit was Finanziellem oder Besitz oder so zu tun haben. Also habe ich zu viel? Habe ich zu wenig? Ist auf jeden Fall wieder eine gute Zeit, um nochmal deine Finanzen zu tracken. Ist da vielleicht irgendwo ein Abo, was ich kündigen kann, was ich nicht mehr unbedingt brauche? Einfach nochmal so klar zu kriegen, okay, was kommt rein, was geht raus? Ab dem 20.11. gibt es wieder einen totalen Energieshift. Ja, die Sonne zieht weiter in dein 9. Haus. Und das 9. Haus ist, wo wir unsere Horizonte erweitern wollen. Da wollen wir lernen, da wollen wir reisen, da wollen wir Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen. Wir wollen in Themen wie Philosophie, Religion, Spiritualität eintauchen. Also da geht es wirklich einfach darum, dich und deinen Horizont zu erweitern. Wag da auch wirklich den Schritt zu gehen. Gleichzeitig zieht dann Pluto endgültig aus Steinbock raus. Der war da 16 Jahre lang und die letzten 2 Jahre ist er immer zwischen Wassermann und Steinbock so hin und her. Jetzt ist es vorbei. Die nächsten 20 Jahre wird er in deinem 11. Haus im Wassermann sein. Und Pluto möchte wirklich Macht. Also der möchte transformieren, immer wieder, ja, also Schicht um Schicht, wie so eine Zwiebel, bis er im inneren Kern angekommen ist und du eben Macht über einen bestimmten Bereich bekommst. Ja, es geht um Empowerment. Es ist extrem langsam. Es ist wirklich eher immer so Prozesse, die wirklich so über Jahre sich hinziehen. Es ist nicht irgendwas, was du so Schlag auf Schlag spürst. Also der wird da 20 Jahre sein und es wird sich eben um Gruppen, um soziale Netzwerke, um deinen Tribe, um deine Freundeskreise drehen, auch um deine Visionen und deine großen Ziele, die du hast. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, Machtdynamiken. Ja, also bist du in einer Machtposition, zumindest über dich selbst, über dein Leben? Oder versuchen andere eben die Macht über dich zu bekommen? Aber am Ende des Tages ist es immer so, dass Pluto eigentlich nur zerschlägt, wie so eine Abrissbirne, das, was marode ist. Das, was halt einfach neu aufgebaut werden muss. Und er möchte, dass du wie ein Phönix aus der Asche heraustrittst. Am 6.12. wird es intensiv, denn wir haben eine Marsrückläufigkeit in Löwe, in einem Feuerzeichen auch. Und wer sich erinnern kann, wir hatten jetzt 2023 auch schon eine Marsrückläufigkeit, also von 22 zu 23. Das war in Zwilling. Ich bin mir sicher, dass du es gespürt hast. Mars ist dein Planet. Jetzt wird es eben in Löwe sein, im 5. Haus. Später, Januar, Februar, wird er auch noch mal eine Zeit lang eben in Krebs verbringen. Dann wird er weiterziehen in dein 4. Haus. Und für mich klingt es einfach so, als wäre das halt die perfekte Phase für den Advent. Also einfach runterfahren. Mars rückläufig, verlangsamt. Es wird nicht nur bei dir so sein, es wird auch bei den anderen sein. Es kommt irgendwie zu Verspätungen, alles wird irgendwie so zäh und träge. Also warum nicht einfach wirklich eine schöne Adventszeit haben, im Wald spazieren gehen, Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken, das Zuhause dekorieren. Also wenn du es kannst,
mach echt so tranquilo im Dezember. Versuch nicht zu pushen. Mars ist die Kriegsenergie, ja, die kann zerschneidend sein. Die kann, wenn man die nicht irgendwie kontrolliert, dann kann es zu angestauter Wut sein. Ja? Gerade rückläufig kann es zu so Sachen wie Entzündungen kommen, Fieber, so dieses, was so nach außen blubbert. Ja? Also versucht es wirklich zu vermeiden. Ganz entspannt und eher Pläne machen, ja, wenn irgendwas nicht läuft oder so. Es wird bei vielen nicht laufen. Wirklich erzwing es nicht. Ab Februar kannst du dann alle Pläne, die du jetzt richtig geil strukturiert hast, organisiert hast, die kannst du dann umsetzen. Da geht es dann wieder voll voraus. Also der Übergang wird langsamer, aber es ist ja auch okay, du hattest einen sehr aktiven Start, dann darf es auch mal ruhiger enden. Ja, und dann sind wir schon am Ende des Jahres angekommen. Ich hoffe, dass du wertvolle Informationen aus diesem Video mitnehmen konntest. Und ich möchte die Chance natürlich auch nutzen, dir ein unglaublich wunderschönes, erfolgreiches Jahr 2024 zu wünschen. Es wird bestimmt nicht immer leicht werden. Wir werden Herausforderungen begegnen. Wir werden weinen, wir werden schreien, wir werden lachen, wir werden verzweifelt sein und wahrscheinlich vor Vorfreude teilweise innerlich zerspringen. Das alles gehört dazu. Embrace it. Genieß es. Mach das Beste draus. Ich möchte mich auch natürlich bedanken für alle Menschen, die mich hier begleitet haben auf dieser Reise YouTube, die immer wieder nachgefragt haben, die in den Kommentaren ihre Erfahrungen geteilt haben. Es ist mir unglaublich wichtig, es ist unglaublich schön, mit euch die Astrologie zu teilen und ja, ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar. Falls du mehr wissen willst über den kommenden Workshop oder du Rabattcodes oder ähnliches von mir bekommen möchtest, dann trag dich in den Newsletter ein, du findest den Link in der Infobox. Falls du noch nicht Teil dieser Community bist, ich würde mich wirklich sehr freuen über ein Abo oder ein Like. Du hilfst mir damit einfach unglaublich weiter, den Kanal wachsen zu lassen, die Message der Astrologie mit noch mehr Menschen zu teilen. Und eine mini kleine gute Tat zum Ende des Jahres hin ist es auch. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute. Auf bald. Namaste.